so, ein paar Stämme weniger oder später, je nachdem, werden wir so weit. Ungefähr 25, 10 auf 10er haben wir fertig soweit. Aber jetzt ist mir aufgefallen, wir haben noch nicht ganz fertig mit den 10 auf 10er, ein paar müssen wir noch dazu schneiden. Mir ist jetzt was aufgefallen und zwar folgendes. Schaut euch einmal das an. Schaut euch einmal den Balken an. Ich weiß nicht, ob man sieht. Sieht man es? Ja, sieht man schon, oder? Einigermaßen. Da ist ganz krass. Wellenschnitt. Also da hat man jetzt einen Wellenschnitt drin, einen ganzen krassen. Die Frage ist, an was liegt das? Das wird der eine oder andere von euch auf alle Fälle haben, das Problem. Und jetzt ist die Frage zum Auserfinden, warum ist das so? Davor war es nicht so, jetzt ist es so. Ich habe es schon bei ein paar Balken davor gemerkt, dass es ein bisschen wellig wird. Fahrig, fahrig, fahrig. Was ist jetzt los? Ist jetzt Zech kaputt? Nein, Zech ist nicht kaputt. Für den Wellenschnitt gibt es mehrere Gründe. Und zwar folgende. Grund Nummer 1 ist natürlich der naheliegendste, und zwar Sechbantel. Ja, Sechbantel kann sein, dass es stumpf ist. Das ist eigentlich ja, allerweil der erste Anlaufpunkt. Das heißt, man schaut, ob das Ding da stumpf ist, man fordert da mit dem Finger um und das merkt man dann, ob er stumpf ist oder nicht. In meinem Fall ist es jetzt so, es ist schon einigermaßen noch scharf, aber nicht mehr so wie am Anfang, ist ja klar, weil es ist ja schon was geschnien worden. Aber es geht noch. Also aus Erfahrung geht das noch. Ja, da feilt sich normalerweise nichts. Da habe ich schon viel Stumpfer nicht gehabt, die haben ein bisschen Schnitt gemacht. Also dem her, erster Anlaufpunkt, fehlgeschlagen. So, und dann schaue ich allerweil noch, ob es noch zentrisch läuft. Habe ich Ihnen vorher in einem Video erklärt, was das ist, ob das Bantel zentrisch auf dem Radl da drauf läuft, das tut es auch, weil es kann auch sein, dass sich da irgendwo das ein bisschen verläuft und dann läuft es schief und dann flattert das Bantel und ist nicht mehr die Spannung und so da und dann flattert das durch den Stamm durch und wieder der Wellenschnitt, gibt es auch. In dem Fall passt das auch. Baumführungsrollen kann man noch prüfen, ist einmal kein Grund, aber so ist er gleich gemacht, prüft man allebei durch. So, das heißt an der See selber ist eigentlich nichts falsch. So, was kann jetzt nur sein? Jetzt gibt es nur mehrere Gründe. Jetzt gibt es zum Beispiel den Grund, dass der Stamm, wenn man einen recht einen Astigen gehabt hat, dass der nicht gescheit aufliegt. Und dann vibriert der praktisch auf dem Sägebit um, weil das gibt es, wenn er ein bisschen astig ist und die Säge läuft, dann vibriert der ein bisschen und verwascht den Schnitt. Also das habe ich auch schon gehabt. Gibt es auch. In dem Fall ist es nicht so gewesen, weil das eine relativ gerade Bohle war, weil ich da geschnien habe. Also das heißt, die war schon angesammelt. Also das heißt, Baumkanten weg, die ist gut aufgelegen. Also das kann es auch nicht sein. So, und jetzt habe ich mir Alulatten geholt, die 2,50 Meter. Und schau einmal, mein letzter Anhaltspunkt, warum da ein Wellenschnitt sein kann, Sägebett. Ob Sägebett irgendwie nicht stimmt, nicht im Wasser ausgerichtet ist. Und wenn ich da drauf schaue, dann hat man tatsächlich da eine kleine Differenz. Also das heißt, da ist auf jeden Fall der Wurm drin. Also das heißt, ich muss jetzt mit der Säge hinten ein bisschen auf Teich. Das ist normalerweise, wenn man einen betonierten oder einen pflasterten Boden hat, einigermaßen, also nicht der Fall, dass sich die verstellt. Bei mir ist es so, ich bin da in einem historischen Gebäude herin sozusagen. Also das ist halt einfach nur von früher, ist wunderbar und da ist noch nicht so akkurat gearbeitet worden und da ist der Boden nicht einigermaßen so belastbar, wie man sich das vorstellen darf, möchte ich jetzt mal so sagen. Und da kann es schon sein, dass da ein bisschen Differenzen ergibt. Ja, in dem Fall ist es vielleicht, mein Gott, na 4 mm, was hinten tiefer ist wie vorn. Aber 4 mm ist bei der Säge viel Holz, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Und darum werde ich jetzt da hinten die Fels ein bisschen hoch dran, das mit dem Wasser ausrichten und dann müsste die Sache wieder passen. Also, das ist schon öfters gewesen, aber wie gesagt, das ist bei mir des Öfteren, da muss man halt einfach wieder einmal den Alulatten 2,50 Meter durchhalten und dann sieht man schon, an was das da fällt.
Optimal ist das mit der Alulampe nicht. Das muss ich auch ganz klar dazu sagen, bei 2,50 Meter kannst du jetzt da auf Geradigkeit prüfen. Was ist mit den anderen 2,50 Meter auf gut Deutsch gesagt? Also du brauchst praktisch eine Alulampe, die komplett durchgeht, dass du das ganz genau einstellen kannst. Aber so eine habe ich nicht. Gibt es gewisse Sachen, Kanteisen, irgendwie sowas, was du da durchlegen kannst, habe aber ich jetzt nicht. Ein Laser war noch eine Möglichkeit, habe ich auch nicht. Von dem her muss ich halt das so machen und haben Toleranzen grundsätzlich drin. Aber ich bin mit dem eigentlich schon relativ gut genau dran an der ganzen Geschichte, dass die Balken sehr genau werden. Also da ist, möchte mal sagen, das Millimeter genau. Also da geht es in Hundertstel Millimeter nicht genau und das ist sowieso sägerau und nicht Endholz. Wie sagt man dazu? Endbearbeitung. Ja, Endbearbeitung. Ne? Genau. Und der Traste, der ein bisschen Wellenschnitt ist, der macht jetzt bei mir auch nichts. Der wird nicht weggeschmissen, den tue ich selber verarbeiten, weil der wird sowieso dann bei mir allebei noch gekobelt und angerichtet und neues Regrad. Ne? Dann wird er von einer 10 auf 10er wird angerichtet, dann ist er 9 auf 9er. Das passt doch. Also ist nicht so schlimm, ein Wellenschnitt an und für sich. Aber man muss halt wissen, wann man angreifen muss. Genau. Und jetzt tue ich weiter. Ja. Genau. Jawohl, dann haben wir das Projekt auch wieder erledigt, gell? 10 auf 10er schneiden an der Bahnsee. Jawohl, das Ringer geht auch. Ich sage Dankeschön wiederum fürs Zuschauen, gell? Wenn euch meine Videos gefallen, bewertet es positiv und abonniert den Kanal, ist ganz wichtig. Das nächste Video kommt, nächsten Montag, gell, jetzt Montag um 17 Uhr allerweil. Ja, alles klar. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Aus dem Grombell. Ich habe dir Servus.